Unsere Serie zum Thema Corona heute Teil 3. Die Kita ist geschlossen, ich muss auf mein Kind aufpassen, kann nicht zur Arbeit. Was muss ich beachten? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir haben unserer Corona-Serie schon zwei Teile gemacht. Erster Teil Panik oder Gefahrunterschätzung, zweiter Teil wie überlebt man eigentlich in einer Quarantäne? Und jetzt dritter Teil. Aktuell sehr viele Fragen dazu. Kita geschlossen. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht zur Arbeit gehen. Da muss man zunächst einmal sagen, wenn nur die Kita geschlossen ist und sonst keine Quarantäne bei der Arbeit oder bei einem Zuhause irgendwie verhängt ist, dann hat man als allererstes mal den Arbeitgeber zu informieren und zu sagen, pass mal auf, ich muss auf mein Kind aufpassen. Und das Zweite, was man hat, ist, man hat natürlich auch gegenüber dem Kind eine Obhutspflicht und eine Aufsichtspflicht. Das hätte ich jetzt andersrum sagen müssen. Die Aufsichtspflicht ist nämlich erstmal gravierender. Wenn Sie die verletzen, machen Sie es strafbar. Ja, mal abgesehen davon, dass Sie Ihrem Kind natürlich, Ihr Kind Ihnen, wenn es erwachsen ist, ein paar unter die Ohren haut, über die Ohren haut, hinter die Ohren haut oder wo auch immer hin. Ja? Also, Sie haben diese Aufsichtspflicht, die ist erstmal die wichtigste, die müssen Sie wahrnehmen. Punkt aus, fertig. So. Den Arbeitgeber müssen Sie informieren. Wie bei einer Erkrankung, da müssen Sie ja auch gesund werden, aber erstmal müssen Sie dem Arbeitgeber Bescheid sagen, hey, ich kann nicht kommen. Ja? Schicken Sie eine Mail, schicken Sie eine SMS, rufen Sie an. Versuchen Sie es so zu machen, dass es irgendwie nachweisbar ist. Dann setzen weitere Verpflichtungen ein. Sie können sich jetzt nicht mit Ihrem Kind in Ruhe zu Hause aufs Sofa setzen und ein paar Netflix-Serien gucken oder mal den Spiegel Online-Livestream zum Corona-Thema verfolgen in Ruhe. Ja. Oder meinen YouTube-Kanal, was ich ja immer empfehle, abonnieren und endlos gucken. Sie müssen organisieren, dass Ihr Kind irgendwie in andere Obhut kommt. Großeltern, Ehegatten, sonstige größere Geschwister. Sie müssen irgendwie eine Betreuungssituation organisieren. Wie lange haben Sie dafür Zeit? Es gibt keine festen Zeiten. Zunächst einmal kann der Arbeitgeber in der Regel jetzt nicht kündigen oder abmahnen. Zumindest nicht, wenn Sie ihn informiert haben. Aber je länger Sie brauchen, je mehr Tage Sie brauchen, umso eher steht die Frage, gab es da wirklich keine Möglichkeiten? Und im Streitfall bei einer Kündigung müssen Sie das beweisen, dass Sie sich gekümmert haben und warum das nicht ging. Ja? Und jetzt kommst du auf die Gesamtsituation an. Im Moment wird man sicher Vertretung finden. Wenn nachher wegen Corona ganze Landstriche lahmgelegt sein sollten, wenn das mal passieren sollte, Riesenquarantäne überall, dann kann das ja schon schwieriger werden. Aber momentan empfehle ich da wirklich alles zu unternehmen. Ich glaube, die Gefahr ist ganz aktuell heute, Stand 28. Februar, auch noch nicht so dramatisch, dass man sozusagen auch aus Rücksicht auf sein Kind sich da zu Hause verbarrikadieren muss. Ja? Aber man muss das im Auge behalten. Und es wird irgendwann der Punkt kommen, wo es auch kippt, wo ich auch die Frage Selbstgefährdung, indem ich zur Arbeit gehe, mit anderen Leuten in Kontakt komme, gegenüber Arbeitsverpflichtungen sich sicher, wo man die noch sicher genauer beleuchten wird. Im Moment ist das nicht so. Im Moment können Sie sich auf das verlassen oder müssen Sie sich auf das verlassen, was die Behörden sagen. Wenn die Behörden keine Quarantäne angeordnet haben, dann würde ich auch erstmal sagen, müssen Sie weiter zur Arbeit. Und wenn es eben wegen des Kindes nicht geht, müssen Sie sich ganz normal darum kümmern, dass es geht. Wie sieht es mit dem Arbeitsentgelt aus? Bekommen Sie Geld? Da gibt es den 616 BGB. Die Frage ist, ist der abdingbar? Also kann der in Ihrem Arbeitsvertrag pauschal ausgeschlossen werden? Das ist in vielen Arbeitsverträgen so. Ob das wirksam ist, kann ich nicht 100% sagen. Ich habe so Andeutungen vom Bundesarbeitsgericht gelesen, die das wohl durchaus für denkbar halten. Andere Experten, zum Beispiel mein Kollege Michael Felser, mit dem ich gestern gesprochen habe, der sagt, das kann nicht sein, ja, und mich überzeugt das auch, was er sagt. Also ich schwenke jetzt ein bisschen um und sage, man muss diese genauer prüfen, ob dieser Ausschluss wirksam ist. So pauschal würde ich tatsächlich, nachdem wir uns gestern so unterhalten haben, ich nochmal drüber nachgedacht habe, auch sagen, könnte eigentlich oder müsste eigentlich unwirksam sein, so eine grundsätzliche Regelung pauschal per AGB im Arbeitsvertrag auszuschließen. Ja, aber rechnen Sie damit, es könnte sein, dass Sie kein Geld bekommen, also im eigenen Interesse schon bemühen, Ersatz zu finden und dann wieder zu arbeiten. Außerdem nerven Sie natürlich Ihren Arbeitgeber und es ist sicher jetzt für das Arbeitsverhältnis selbst dann auch nicht so entspannt, wenn der Arbeitgeber eh im Moment sicher schon wegen der erkrankten Arbeitnehmer unter Druck steht und jetzt noch alle zu Hause bleiben, weil sie ihr Kind behüten müssen. Ja? Reden Sie mit dem Arbeitgeber über Homeoffice, reden Sie über sonstige Sachen, unbezahlten Urlaub oder so. Zeigen Sie, dass Sie das Problem verstehen, vor allen Dingen eben auch, um Ihr Arbeitsverhältnis
weiter harmonisch zu gestalten. Für den Arbeitgeber, die Arbeitgeber sind teilweise extrem unter Druck im Moment, auch wirtschaftlich, Import, Export und so weiter, alles flutscht nicht so richtig wegen Corona. Das wird in den nächsten Wochen, meine Prognose, nicht besser werden. Also ein bisschen Sensibilität schadet nicht. Danke für die Aufmerksamkeit. In Teil 4 der Corona-Serie werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob man eigentlich aktuell für den Arbeitgeber noch ins Ausland reisen muss. Und in Teil 5, der heißt dann Corona, wann darf ich eigentlich zu Hause bleiben? Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.